Ja, guten Morgen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Erneut wende ich mich heute am 11.05. Montag gegen Mittag an Sie. Ich habe das bereits letzten Donnerstag schon mal getan und Ihnen einen großen Katalog an Lockerungsmaßnahmen vorstellen können. Ausgespart habe ich am letzten Donnerstag jedoch ganz bewusst den Bereich Kultur. Das hat damit zu tun, dass wir am Freitag hier eine Tagung hatten mit sämtlichen Leitern unserer Kultureinrichtungen und darüber beratschlagen wollten, welche konkreten Öffnungen wir ab dieser Woche den Bürgern anbieten können. Und das Ergebnis darf ich Ihnen jetzt bekannt geben. Erfreulich ist, dass die Musikschule ab heute, also dem 11. Mai, ihren Unterricht zum Teil wieder aufnehmen darf. Allerdings nur Einzelunterricht, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Es darf nur ein Schüler pro Unterrichtseinheit unterrichtet werden, aber hier, wie gesagt, eine erste Öffnung möglich. Weiterhin erfreulich ist, dass auch die Stadtbücherei ihren Betrieb wieder aufnehmen wird, und zwar bereits ab morgen, dem 12. Mai, wird der Ebracher Hof und die Zweigstelle am Alexander von Humboldt-Gymnasium ihren Regelbetrieb wieder aufnehmen, also zu den Öffnungszeiten, die sie gewohnt sind. Das Georg-Schäfer-Museum öffnet ebenfalls morgen ab 10 Uhr bis 20 Uhr dienstags und ansonsten auch zu den üblichen Öffnungszeiten seine Pforten. Nutzen Sie die Gelegenheit, bitte die derzeitige Wechselausstellung über Frauen in der Kunst bzw. Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts sich anzusehen. Wir konnten die bis Juli verlängern. Sie endet also nicht wie vorgesehen Mitte Mai, sondern sie ist noch um 2 Monate weiter zu besichtigen. Und es lohnt sich überhaupt, dieses Museum anzusehen. Noch nicht alle Schweinfurter, habe ich erfahren, kennen dieses Museum. Die Kunsthalle Schweinfurt im ehemaligen Ernst-Sachs-Bad öffnet ebenfalls morgen, ebenfalls zu den gewohnten Öffnungszeiten. Auch die Tourismusinformation im Alten Rathaus öffnet ab heute, und zwar ein wenig eingeschränkt, nämlich zu den Zeiten wie im Winter, das heißt von Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr. Samstag bleibt sie mit Ausnahme vom 30. Mai aber zunächst einmal geschlossen. Und leider können wir auch derzeit noch keine Führungen anbieten, zumindest bis Ende Mai. Das gilt im Übrigen auch für die beiden Kunstmuseen. Wir müssen noch geschlossen halten das Museum Otto Schäfer in der Judithstraße, das Gunnar-Wester-Haus mit seiner Ikonensammlung und die naturkundliche Vogelsammlung im Harmoniegebäude. Das hängt einfach damit zusammen, dass diese Häuser sehr klein sind mit sehr engen Gängen. Dort können wir die Abstandsvorschriften nicht sinnvoll umsetzen. Und geschlossen bleibt auch bis auf Weiteres die Filiale unserer Stadtbücherei in Oberndorf. Ja, viele Bürger sprechen mich ganz zu Recht natürlich auf unser Theater an. Wann geht es da weiter? Hier kann ich Ihnen leider heute keine gute Botschaft überbringen. Ich habe mich mit dem Theaterleiter, Herrn Friedolf Köppel, jetzt darauf vereinbart, dass das Theater in dieser Saison seine Tore nicht mehr öffnet. Es wird bis einschließlich 25. Juni, also bis zum Ende der Theatersaison, keine Vorstellungen mehr im Theater geben. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir dort die Abstandsregelungen nicht sinnvoll umsetzen können. Wir seitens des Landesgesetzgebers auch keine Öffnungsklausel erhalten haben, um dies sinnvoll zu tun. Und deswegen bitte ich Sie da einfach um Ihr Verständnis, dass wir uns jetzt zu diesem harten Schritt gezwungen sehen. Ich weiß, dass viele von Ihnen bereits im Freiverkauf Karten erworben haben, über Online Karten erworben haben. Es gibt mittlerweile schon Menschen, die über ein Wahl- oder ein Weihnachtsabo verfügen, überhaupt viele Abonnenten. Wie Sie mit Ihren Karten und Abonnements jetzt verfahren können, entnehmen Sie bitte der theatereigenen Homepage unter www.theater-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 www.
www.schweinfurt.de oder aber bitte rufen Sie in der Theaterkasse direkt an unter der 51 49 55. Dort ist die Theaterkasse und das Abo-Büro zu den regulären Öffnungszeiten für Sie besetzt. Eine weitere Einschränkung zum Leben im öffentlichen Raum habe ich Ihnen ebenfalls mitzuteilen. Seit der neuesten Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt die Maskenpflicht mittlerweile auch, und zwar ab heute, auf unseren Wochenmärkten. Also immer wenn auf dem Markt ein Wochenmarkt, ein Bauernmarkt oder dergleichen stattfindet, haben sich Kunden und ihre Begleitpersonen der Maskenpflicht zu unterziehen, ähnlich wie sie das aus dem Besuch von Geschäften und dem ÖPNV kennen. Also bitte eine Einschränkung, die es zu beachten gilt, sobald auf dem Markt ein Marktgeschehen stattfindet, bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. Ja, meine lieben Mitbürger, auch in Schweinfurt fand am Freitag eine Demonstration gegen all diese Maßnahmen statt, vor allen Dingen auch gegen die massive Einschränkung von Grundrechten. Ich habe dafür durchaus Verständnis. Ich weiß selbst auch ganz persönlich, wie stark dieser Eingriff in unsere Grundrechte ist. Ich kann auch sehr gut verstehen, dass man das alles kritisch hinterfragt. Deswegen sind auch Versammlungen, Demonstrationen dagegen zulässig. Ich bitte Sie aber dringend, auch dieses Grundrecht der Versammlungsfreiheit so zu nutzen, wie das die Verwaltungsbehörden vorgeben, nämlich unter Wahrung des Abstandes und auch unter Beachtung der Maskenpflicht. Es ist jetzt eine schwierige Gratwanderung, die unser Land durchlebt. Einerseits die Einschränkungen unserer Grundrechte zu akzeptieren und da, wo es möglich ist, aber auch den alten Stand wiederherzustellen. Andererseits aber jetzt auch nicht nachzulassen in dem Bemühen, das Virus klein zu halten und damit zu beherrschen. Diese Gratwanderung müssen wir noch lange Zeit gehen und bitte unterstützen Sie die Stadtverwaltung dabei, dass wir diesen jetzigen Kurs der weitestgehenden Öffnung unter Beachtung des Virenschutzes weitergehen können. Nur so können wir dieses Leben, das öffentliche Leben in der Art und Weise ausbauen und ich bitte Sie da einfach um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Vielen herzlichen Dank und jetzt eine schöne Woche.